So, Xio hier zurück mit Kingdom Hearts. Im letzten Part, ja, ist leider unsere Insel zerstört worden. Der Sturm war kein normaler Sturm. Unsere Welt ist anscheinend von der Dunkelheit oder was auch immer verschluckt worden. Und ja, dein Stern, eben unsere Welt im Himmel, ist erloschen. Und jetzt befinden wir uns hier in Traverse Town mit Soda. Und auch hier tauchen diese Dinger auf. Diese dunklen Viecher, was auch immer. Aber wahrscheinlich sind sie fürs Verschwinden unserer Welt verantwortlich. Und jetzt sind natürlich auch Rico und Kairi verschwunden. Keine Ahnung, wo die geblieben sind. Jetzt ist es an uns, die beiden zu finden. Und natürlich treffen wir nicht auf Donald und Goofy. Wie soll es denn anders sein? Er scheint nicht hier zu sein. Moment. Such weiter! Falls ihr euch wundert, wie ich diese Stimme mache, einfach Nase zu halten. Aber wahrscheinlich naheliegend. Okay, und hier können wir auch nicht weiter was machen. Ja, die ganzen Türen sind auf jeden Fall verschlossen. Und da tauchen auch keine Gegner auf, was ganz angenehm ist. Ja. Und ich lasse ich einfach mal sein. Wo ist der? Leon! Ja, stimmt, sie suchen ja nach einem Leon. Das war übrigens ein ziemlicher Fail von mir damals, dass ich diese Cutscene, in der dieser Brief dann quasi kam, nicht vorgelesen habe. Sorry dafür. Ich habe auch irgendwie in dem Moment einfach nicht dran gedacht, ja, dass ich das vielleicht durchlesen könnte, beziehungsweise vorlesen könnte. Autsch. So, und hier möchte ich alle Gegner mal besiegen, weil dann können wir hier nämlich noch ein Item bekommen, das ich ganz gerne haben möchte. So, und der nächste. Und, na komm. Und wieder einer weg. Und jetzt, es werden nämlich mit jeder Welle wird es einer mehr. So, wieder zwei. Und da ist noch der letzte. Okay, jetzt müssten es aber fünf sein. Ja. Autsch. Oh ja, die stehen ganz gut gerade. Oh ja. Okay. Und der nächste. Und da ist der letzte. Und jetzt sind es gleich sechs. Ich weiß nicht, ob wie viele Wellen da noch kommen. So. Immer feste drauf. Wie es gehört. Und jetzt der als nächstes. Zack, weg. Und noch der letzte. Und kommt noch eine Welle, oder war es das? Ja, da kommt noch eine Welle mit sieben hier. Schattenleuchten auf einmal. Autsch. Und jetzt. Ach, komm schon. Also irgendwie, ich muss mal in den Menü dann schauen, ob man das einstellen kann, weil die Kamera, die bleibt immer so ein bisschen, also der Gegner, der gerade anvisiert ist, also ich meine jetzt normal anvisiert, so mit dem orangenen Fadenkreuz, sag ich mal. Boah, sogar neun. Mit dem orangenen Fadenkreuz, da bleibt dann immer die Kamera ein bisschen auf den Gegner kleben und das ist teilweise etwas nervig. Soll ich mal schauen, dass ich ein bisschen grüne Orbs mit aufnehme, um mich wieder ein bisschen gegen zu heilen. Ich möchte ehrlich gesagt keine Portionen benutzen, auch wenn wir davon einige haben. So, da ist noch einer. Waren das alle? Nein, noch eine Welle. Wow. Oh yeah. Jeder Schlag ein Treffer, wenn das so viele sind. Und weg damit. Ich glaube, hätte ich nicht den Schild genommen, dann wäre ich wahrscheinlich schon gezwungen gewesen, ein Highlight-Item zu benutzen. Aber nein, ging nochmal gut. Okay, muss ich mal ganz kurz schauen. Ne, nicht Einstellungen, Optionen. Autovisieren, ja, genau. Das ist ein bisschen sehr nervig. So, kann man? Nein, das kann man nicht. Was kann man hier machen? Kann man hier nicht noch irgendwas machen? Ich habe da was in Erinnerung. Man kommt da auch nicht irgendwie hoch, ne? Nee, kommt man nicht. Dann habe ich das einfach nur falsch im Kopf gehabt und wir haben jetzt völlig unnötig zu lange gegen die Herzlosen gekämpft. Gegen Gegner. Ziemlich wackelig, da kann ich jetzt nicht raufklettern. Oh, ganz toll, Soda. Na gut, dann gehen wir mal hier runter. Und wir gehen nochmal. Noch mehr Gegner, aber die lassen wir jetzt mal bewusst aus, weil, ja. Viel bringt es uns ja eh nicht. Einfach mal schnell vorbeirennen. Und gehen mal nach hier hinten. Und schauen uns noch Traverse Ost an.
der letzte Ort, an dem wir noch gehen können. Obwohl, da können wir auch nochmal ganz schnell reingehen in das Haus hier. Ja, unbewohntes Haus, da ist weiter gar nichts. Also, nicht so wichtig. So. Okay, Auto. Okay, ich muss Autovisieren unbedingt wieder anmachen. Oh, na ganz toll. Jetzt habe ich gar kein Fadenkreuz mehr. Und das ist ein bisschen sehr nervig. Gerade in, also in Mobkämpfen, dann braucht man schon Autovisieren, weil sonst ist es teilweise schon echt sehr, sehr schwer, Gegner zu treffen. So, komm, gib mir die Portion. Und da ist noch einer. Gut. Und ein Luzid-Splitter. Okay. Autovisieren an. Zielerfasser beim manuell durch die gedrückt halten der R1-Taste mit X. Mit der X-Taste zur Steuerungshilfe. Was zur Hölle? Fadenkreuz machen wir mal. Hm? Ach so, okay. Ja, machen wir es mal so. Dann muss ich wohl mit dem Fadenkreuz so leben. So, nach wie vor, ich möchte nicht gegen alle kämpfen. Schauen uns hier nochmal ein bisschen um, weil sehr viel können wir hier eigentlich gar nicht machen. Obwohl jetzt... Man kann mit ein paar Sachen interagieren und das möchte ich eigentlich doch. Und da müssen halt leider die Gegner weg. Schade, dass ich keine Tech-Punkte bekomme, wenn ich die Angriffe von denen kontere. Aber naja. Wir kriegen ja auch so genug Erfahrungspunkte in Anführungsstrichen. Naja. Komm schon und... Gut. Das war der letzte. Dann schauen wir uns das mal an. Ein Stromkabel. Well, you don't say. Und hier scheint verschlossen. Mhm. Wie wär's, wenn du... Ach, don't bother. Passt schon. Ja, diesen Schlüsselwitz, den muss man schon öfter mal bringen. Genau, hier ist weiter nichts mehr. Und noch ein paar Gegner, die auch mit Eigenkombo weg sind. Und da hinten noch eine Tür. Und die ist auch noch verschlossen. Aber mit der können wir interagieren. Da möchte ich doch noch mal die Gegner hier weg haben, dass ich mal schauen kann, was die Tür mir sagen will. Komm, Tür, sprich mit mir. Eine Flamme. Hm. Wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Na gut. Oh, okay. Hier ist eine Stadtkarte. Interessant. Ah, ich glaube, ich verstehe, wie das aufgebaut ist. Also, ich meine, ich kenne natürlich die, die Kartografie. Naja, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, wie die Stadt aufgebaut ist. Also, da brauche ich keine Karte. So, an dem rennen wir jetzt mal vorbei. Denn das ist so eine Sache, ganz alte PS2-Spiele zum Beispiel, da wird nicht immer vorgekaut, wo man jetzt hin muss. Denn wir müssen jetzt an dieser Stelle zurück zu Sid gehen. Ich könnte noch... Komme ich überhaupt an diese Schatzkiste? Ich probiere noch, ob ich an diese Schatzkiste rankomme. Da ist es nicht so wie bei modernen Spielen, dass irgendwo dann ein Zielpunkt angezeigt wird. Geht hierhin, geht dahin oder irgendwie eine Textleiste irgendwo dasteht und sagt, ja, du musst jetzt als nächstes dahin und... Ach, nee, vergesst es. Zu der Kiste gehen wir mal anders hin. Da musste man noch ewig lang rumirren, bis man dann irgendwann zum Zielpunkt gekommen ist. Aber ich weiß zum Glück, wo wir hin müssen. Also, Travers Mitte wieder. Und da, jetzt tauchen sogar die Gegner hier auf. Ganz toll. Weg mit euch, ihr Unholde. Ich wollte eigentlich offscreen mal zurückgehen zu Sid und die Diamanten, die wir haben, verkaufen. Und dann eben noch ein Accessoire kaufen. Allerdings, ja. Ist mir dann eingefallen, Moment, schlechte Idee, weil sonst, ja, machst du ja weiter. Und das möchte man ja doch onscreen machen. Genau. Außerdem hatten wir ja noch ein bisschen was zu erkunden. So, da wären wir wieder bei Sid. Immer noch nicht gefunden? Kopf hoch. Sieh dich noch einmal in der Stadt um. Hm. Schöner Hinweis. Okay, ich will etwas verkaufen. Aus der Truhe, und zwar unsere Diamanten. Gut. Und dann haben wir jetzt noch Mithril-Erz bekommen, wo auch immer wir das hier haben. Aber das verkaufen wir auf keinen Fall. Das werden wir noch brauchen. Nein, ich möchte nochmal mit dir reden. Komm schon. So, ich will einkaufen, und zwar den Feuerring.
genau. Damit steigern wir unsere Abwehrkraft und reduzieren Feuerschäden um 20%. Weil so ein bisschen prozentuale Resistenzen, das ist immer was Gutes. Allgemein so, wenn man Werte steigern kann durch Prozente irgendwie oder prozentuale Resistenzen eben, das ist allgemein, finde ich, sehr viel besser als fixe Werte. Weil solche Items, wenn man irgendwie sagt, man hat ein Item, das die Verteidigung um 20% steigert, das ist, finde ich, total geil. Das würde ich jetzt das ganze Spiel über benutzen, also theoretisch jetzt mal gesehen. Dann hätte ich zwar zum Beispiel auf Level 1 bei 10 Verteidigung vielleicht plus 2 Punkte plus, aber wenn ich bei Level, keine Ahnung was, irgendwie 100 Verteidigung habe, sind das 20 Punkte. Also, Mathe, do your math, Kids. So, dann gehen wir mal raus. Ich habe es nicht ausgerüstet, oder? They'll come at you out of nowhere. Who are you? And they'll keep on coming at you. As long as you continue to wield the Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey, what's that supposed to mean? Never mind. Now, let's see that Keyblade. What? There's no way you're getting this. All right. Then have it your way. Okay, ein Typ, der unser Schlüsselschwert sehen will und wenn es auch mit Gewalt ist, ein Typ mit einem Gunblade. Oh Gott. Autsch. Ich habe, glaube ich, wirklich das Teil nicht ausgerüstet, oder? Ah, da kauft man es extra und labert groß rum und rüstet dann sein Zeug nicht aus. Meine Güte. So. Aber der ist schon auf jeden Fall ein bisschen tougher als die anderen Gegner, die wir bisher hatten. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass er irgendwie jetzt richtig dick Schaden macht. Und heil einfach mal. So, wir bleiben mal ein bisschen offensiver. Wow, das war ein interessanter Sprung, mein Freund. Okay. Denkst du? Oh, der geht gerade ganz schön in die Offensive mit seinen Fernattacken, aber bisher hat keiner davon getroffen. So, und... Na, komm schon. Oh yeah, wir haben es geschafft. Geil. Oh, you're slipping, Leon. I went easy on him. Looks like things are worse than we thought. A lot worse. Gorsh, there's nobody here. Sure is spooky. Actually, I'm not scared. Excuse me, did the king send you? Come on, lazy bum. Wake up. You okay? I guess. Those creatures that attacked you are after the Keyblade. But it's your heart they really want. Because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kairi. Kairi? Who are you talking about? I'm the great Ninja Yuffie. Hmm?
I think you might have overdone it, Squall. That's Leon. The Keyblade. Yeah, we had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out, that's how they were tracking you. It was the only way to conceal your heart from them. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the chosen one. Oh. Well, I suppose beggars can't be choosers. Why don't you start making sense? What's going on here? Okay. You know there are many other worlds out there, besides your castle in this town, right? But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gorsh! Can we see it? Its pages are scattered everywhere. Scattered? Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find them. Yes, those were my thoughts exactly. We've got to find him, quick! Red! First we need that key! That's right, the Keyblade. So, this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you. No matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So, tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute! What happened to my home? My island! Riku! Kairi! You know what? I really don't know. Oh Mann, Story-Input ohne Ende und den Kampf gegen den guten Leon, wie wir jetzt erfahren haben, so heißt er, den hätten wir auch verlieren können. Haben wir gerade was dafür bekommen? Also das ist ein Kampf, muss man nicht zwingend gewinnen, aber ich hatte es tatsächlich ausgerüstet, sehr gut. Ich glaube, ja gut, er hat wirklich ein bisschen wenig Schaden gemacht. So, was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Haben wir anscheinend nichts. Also wir haben einen Angriffsboost, glaube ich, bekommen, aber ich glaube, das war ein Level-Up. Mann. Das habe ich gedacht, wir bekommen was Cooles dafür. Abgeschlossen. Ja. Mal wieder. Die Sache mit dem Schlüssel. Ja, jede Menge Story-Input. Jetzt wissen wir, unsere Gegner, das sind also die Herzlosen. Habe ich zwar schon vorher gedroppt, aber... Na gut, jetzt haben wir es nochmal konkret gehabt. Wir haben ein bisschen was zum Schlüsselschwert erfahren. Das ist tatsächlich sein Träger eigentlich, ja, selbst wählt. Deswegen können es andere nicht benutzen, außer eben Soda. Denn er wurde eben vom Schlüsselschwert auserwählt. Warum auch immer. Tja, ja, was sagt man dazu? Wir haben jetzt auch noch das sind auch zwei Final Fantasy Charaktere hier, der gute Squall, wie er eigentlich heißt, aber hier in Kingdom Hearts nennt er sich Leon, und hier Yuffie aus, also Squall ist aus Final Fantasy 8, der Hauptcharakter aus Final Fantasy 8, und Yuffie ist aus Final Fantasy 7. Dann hätten wir auf der Seite von Donald und Goofy, das ist Aerith, ebenfalls aus Final Fantasy 7. Und da auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Charakter, der für sehr viele gebrochene Herzen gesorgt hat, übrigens. So, jetzt reden wir mal ganz kurz mit Yuffie. Ich habe gehört, das Schlüsselschwert kann alle Schlösser öffnen. Okay, an dieser Stelle mal muss ich was einblenden. Ja, also das Logo an der Stelle verändert den ganzen Kontext, aber das muss an dieser Stelle mal ganz schnell sein. Vielleicht kennen einige den Meme, der ist teilweise auch so ein bisschen durchs Internet kursiert, also einer der bekannteren Kingdom Hearts Memes. Aber ja, genau. Probier's aus, wenn du wieder eine Schatztruhe oder eine Tür findest. Okay, jetzt kommt vielleicht auch Soda selber mal auf die Idee. Ja, solche Sachen mit der Macht des Schlüsselschwerts zu öffnen. Ja, und dafür haben wir ein Elixier bekommen. Jetzt ist die Frage. Ich habe gedacht, man bekommt tatsächlich was dafür, wenn man Leon besiegt.
Na gut, aber ich möchte eigentlich noch nicht mit dem Guten hier reden. Das würden, ja, ich denke mal, das machen wir dann erst im nächsten Part. Das war's mit Kingdom Hearts für heute. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und noch vielleicht einen Kommentar. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Und dann im nächsten Part kümmern wir uns um alles andere. Wir reden mal mit Leon und schauen mal, was er noch so zu erzählen hat. Und dann machen wir eben mit der Story weiter. Also, bis dahin. Ciao.